Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute den amerikanischen mittleren Panzer Thunderbolt 7. Der Thunderbolt 7 ist ein M4A3E8 Sherman. Und da der Panzer etwas langsam ist und eine große Trefferfläche bietet, fahre ich erstmal zu einer eigentlich TD-Position, nämlich hier vor den Büschen. Und da drüben sind schon die ersten Gegner, eine Hellcat und ein T-50-2. Ah, da hat er sich rechtzeitig zurückgezogen. Der Schuss ging vorne vorbei. Der Schuss war zum Vergessen. Und da drüben ist gerade ein A-20 gespottet worden. Oh, der Schuss ging zu kurz. Und der ging oben drüber. Und endlich ein Treffer in den T-50-2. Da hinten ist ein T-34-85M. Da ist immer noch die Hellcat. Und mit einem Blick auf die Minimap sehe ich, dass unser Team eigentlich bis auf die A- und B-Linie gut verteilt ist. Wir sind hier ziemlich breit aufgestellt. Da ist ein Stuck 3G-Treffer. Treffer mit Schaden und Kette abgeschossen, habe ich, glaube ich. Und jetzt wird es mir hier ein bisschen langweilig. Und ich will nach vorne. Denn das Team ist gut aufgestellt und ich möchte natürlich auch noch ein bisschen Schaden machen beim Gegner. Und daher rücke ich jetzt vor. Auf der Minimap sehe ich eine Cromwell da drüben. Und ist das ein T-Bone Heavy? Ganz auf der anderen Seite, auf der H- und J-Linie. Und hier vorne haben wir einen Challenger, ein KV-1. Und was das da drüben war, konnte ich jetzt gerade nicht sehen. Und hier links ein T-34. Jetzt will ich mal den Cromwell hier unterstützen. Da bin ich gerade über die Felsnase da gefahren. Aber ich konnte den T-34 zerstören. Und da oben ist der KV-1. Oh, da hat es den Perfect Tank erwischt. Durch einen Arti-Treffer. Bin ich etwas durch die Felsen hier geschützt. Oh, ich bin gespottet. Ah, da drüben. Ein Challenger. Der hat mich gespottet und auf mich geschossen, aber vorbeigeschossen. Und da oben, das sollte oder müsste eigentlich noch der T... Da ist er. T-34-85M stehen. Jetzt direkt ran. Er kann durch mich nicht durch. Ich bleib direkt dran hier. Kam wieder nicht durch. Oh, ich auch nicht. Und der Motor zerstört. Und hinter mir ein T-150. Jetzt muss ich auch weiterhin durch die Felsen hier vom Arti-Beschuss geschützt sein. Er kam durch mich nicht durch. Ich zweimal durch ihn. Treffer. Treffer. Oh, jetzt kam er durch. Und ich habe einen Treffer von der Arti gekriegt. So gut geschützt war ich. Demnach wohl nicht. Und jetzt muss ich gucken, da drüben war der Challenger, war das, glaube ich. Ja, da ist er. Boah, Treffer in den Challenger. Und gleich nochmal. Jetzt hat er sich in Sicherheit gebracht hinterm Felsen. Er kommt wieder rausgefahren. Oh, ich habe in den Felsen geschossen. Den habe ich doch mal untergebracht. Und jetzt hat er mich gespottet. Oh, der Schuss ging nicht durch. Und jetzt muss ich aufpassen auf den Arti-Beschuss. Oh, der Challenger ist zerstört.
übrig, eine Hummel und ein M10 RBFM. Ja, am besten da vorne den Weg nach oben Richtung gegnerischer Basis. Da ist die Arti, die Hummel. Steht aber viel zu tief, da komme ich so nicht ran. Da hat die Arti noch den AMX zerstört. Dann fahre ich jetzt erstmal in die Basis rein. Noch ein paar Eroberungspunkte. Da ist der M10 RBFM. Treffer. Ah, das habe ich nicht schnell genug nachgeladen. Und nochmal ein Treffer. Ah, die Kette zerstört und dadurch wurde der M10 RBFM zerstört. 15 zu 6. Ja, die erste Position war für den Moment ganz gut, aber dann musste ich einfach nach vorne, um noch ein bisschen im Gefecht mitwirken zu können. Und das hat sich auch gelohnt und wir gehen in die Auswertung und sehen uns an, wie das Endergebnis aussieht. So, da sind wir in der Auswertung des Gefechts mit dem M4A3E8 Thunderbolt 7. Das Gefecht lief richtig gut. Erstmal den Bonus anwenden. Gesamterfahrung von 13.634. Und dann gucken wir in die Teamauswertung. Platz 2 anhand des Schadens, 1.771. 2 Kills und daraus ergibt sich eine WN8 von 4.222. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, drückt den Abonnieren-Knopf und dann hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.